Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Team Projekt zusammen mit dem Bess und mit dem Günni. Jo. Moin. Und ich bin da mit dem Oda unterwegs, mit dem Grimme. Jo, dann schauen wir mal. Sind da ein paar Bohnen. Ich meinte ja gerade witzig, wie die einen Rübenroder ausleihen wollten, ohne dass ihr feldreif ist. Mir wurscht, ist alles galt. Sobald es weg ist, fängt die Zeit an zu laufen. Da steht da halt einmal drei Bogen, die sind wohl reif. Oh, der ist gleich voll da, der Rübenernter. Was soll ich denn zuerst für einen Hänger voll machen? Egal. Wie viel machen wir mit Honig? Gucken wir dann, wer am meisten Geld hat, oder? Am Ende? In dem Projekt? Ach, ein. Einfach Gaudi Also der eine Traktor ist wieder wohl der schwarze mit dem Hänger. Ja, ja, ich habe noch einen kleinen Haufen. Kannst du einfach mal voll machen lassen, Jan, ja. Okay, mach her. Ja, wollte nur sagen. Wir müssen ja nicht unbedingt direkt wieder alle wieder wegfahren. Die Firma, die ja dran stehen. Was bringt denn eigentlich Zucker? Keine Ahnung. Wir verkaufen das aber nicht. Also wir brauchen mal das für die Bäckerei oder was haben wir da alles? Ja, nicht zu viel Bier haben wir, kann man es ja verkaufen, aber es ist am Anfang. Also mal schön mit entspannten und mit KMA auf dem Feuer. Das ist aber ein Hof, da muss 10 km/h fahren.
Irgendwer. Ich. Na gut, ich. Ein Fahrzeug gleich mal. Gibt's eigentlich bei euch an der Schule Buslotsen? Was? Am Anfang waren die 5. Klasse von der Schule raus. Dass die wissen, wo die hin müssen. Glaube ich nicht schnell. Ja, ich bin. Ich habe mich eigentlich nur freiwillig gemeldet. Ich dachte, es kommen noch mehr von meiner Buslinie. Ja gut, ich bin der Einzige. Bin ich auch was Lotze. Huch! Dafür ist es geil. Einmal im Monat machen wir mal ein paar Stunden halt eine Besprechung und halt irgendwas machen. Der Salat wird hier nicht angenommen. Jetzt hab ich mir gerade gedacht, hey, du ja Rüben, ja, nimm kein Salat. Salat, ist so geil, Alter. Hat selbst wieder einer von denen hochkommen. Das waren locker die. So wie, so wie damals. So wie damals, weißt du, mit der Paletten. Wer hat denn da die Paletten? Entweder kommen sie gleich hoch oder sind sie am Schleim. So, wann kommen sie jetzt hoch? Mach so lang, bis er aufkommt. Musst du nochmal, glaube ich, machen. Welcher Anhänger ist noch nicht voll? Der da, da. Der Klaas ist nur leer. Der andere, der Fendt ist voll. Ah, du fährst so rum, halt. Ja. Eigentlich was anderes, wenn ich beim Fahren abfahren kann. Okay. Als ich abladen würde, ich abfahren. Ja, so. Ich trau mich gleich um, dann bin ich auf der anderen Seite. Das ist Power. Hm? Sowas ist Power. Was? Der zieht die 5 oder die 40 Kubik, wo der eine Mann hier drin hat, sieht er sogar besser wie der Klaas seine 45 Kubik. Jetzt können wir gleich abdanken. Oh, da halt ab. Laden. Da muss ich sagen, ja.
Ja, zwei Bahnen noch und so durch. Ja. Dann können wir gleich noch weiter wechseln. Mhm. Jetzt haben wir so weit in der letzten Maximumstufe. Dann können wir den nächsten ja schon da hinstellen, ne? Leer. Ja, das sind drei Bahnen. Ja, egal. Das ist mehr am Ende. Du bist die Bahnen zu Ende fast. Bleib ich mit dem 700er am Hof. Jo. Ich würde 900 Liter Milch. Liter 900. Ich habe ja auch schon geleert und so. Also. So. Die vorletzte Bahn, als er mal fertig machen. Lass mich. Ich will doch rückwärts fahren. Ja, hier kommst du. Ist sowieso ja, kein. Ich werde dann von der anderen Seite. Ja, will ich ja. Scheiße, das war schon gelungen. Ach, der ist nicht lenkbar. Oh fuck. Wieso? Hm. Hast du denn Dreiachsel-Gunni? Der ist scheiße lang. Was? Ja, warte. Wir sind nicht näher zum Wochenende. Ja, Max. Ja, das kann nicht sein. Da
meine lieben Freunde, wenn ihr euch wollt, Mut, lasst gerne eine Bewertung da. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.